Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Max the Curse of Brotherhood. Ich habe gerade gesehen, ich habe mein Gamepad noch gar nicht angestöpselt. Uno momento. So, jetzt funktioniert es jetzt auch? Ja, jetzt funktioniert es. So, ja, die Frage war ja, wie kommen wir hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach noch ein bisschen rum. Ich wollte ja testen, ob man auch die Liane mit so einem abgeschnittenen Ast verbinden kann. Das funktioniert tatsächlich. Okay, dann, wenn ich die jetzt hier abschneide, kann ich mich dann da lang schwingen? Oh Gott, ich glaube aber, das stürzt ein, oder? Oh! Es hält Tatsache. Wieso habe ich das im letzten Part nicht hingekriegt? Oh, wow. Es hält. Es stürzt nicht ein. Das ist super. Das freut mich riesig. Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Ein Lava-Monster? Genau, was sollst du tun? Da reinspringen, oder? Nee, das geht nicht. Ja, hier fängt es ja jetzt schon wieder echt lustig an. Kann ich hier irgendwo was hochziehen? Nee, nicht dich. Ach, herrje. Ah, ich kann das Ding löschen. Das ist natürlich mega. Da muss ich aber warten, glaube ich. Mist. Ah, und kann ich das jetzt hochziehen? Nee, aber ich kann es wieder... Okay, alles klar. Ich muss mal ein bisschen warten, bis der noch ein bisschen näher an mir dran ist. Komm schon, kriegst du den Wasserstrahl nicht ab? Verflucht. Okay. Probieren wir es gleich nochmal. Und ich glaube, dann müssen wir schnell sein. Komm schon. Ich habe das doch nach unten gemacht. Mann. So, ich glaube, das reicht, oder? So, hier drauf. Ups. Und dann nach oben zeichnen. Und hoch da. Puh. Okay. Ja, es wird immer kniffliger, das Ganze hier. Ab. Ich lasse die mal lieber ein bisschen schwingen. Ich glaube, das war noch nicht genug. Ich werde nicht wieder runterfallen. Nicht? Oh, verfluchter Bockmist. Ich springe irgendwie immer im falschen Moment. Ich muss einfach viel früher springen. Oh, das gibt's doch nicht. Das sah schon so gut aus. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich denke mal, wir werden hier noch ein paar Mal krepieren. So, jetzt aber. So, dann zeichne ich jetzt die nächste. Sollte ich die vielleicht auch schwingen lassen? Ich glaube, ist mir lieber. So, und hopp. Okay. Haben wir. Jetzt muss ich wieder... Okay. Das Lava-Vieh hier wieder zu Gestein werden lassen. Und dann da drauf springen, das wird garantiert auch nicht einfach, ne? Mist. Komm schon. Ach Mann, ey. Da werde ich doch bestimmt nicht drauf landen auf dem Vieh. Da werde ich doch daneben springen. Ich kenne mich doch. Es macht so einen Spaß. Also wirklich, das ist Wahnsinn. So, okay. So, jetzt aber los. Schwing dich, Max. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, bevor das Vieh wieder auftaut. Ach, gut, geschafft. Kannst du da reinspringen? Bitte, bitte. Gut. Sehr gut. Ich habe jetzt gar nicht auf Glubschaugen geachtet, ne? Da oben ist aber eins. Gut. So, und wie das hier läuft, das können wir uns, denke ich, auch schon denken. Kann ich die Viecher ziehen? Ja, Tatsache.
Okay, dann drauf hier. Und dann nach oben. Haha. So kannst du Angst haben, wie du willst. Ich reiß dich trotzdem daraus, Junge. Und rüber. Okay. Ach, du Kacke. Was soll ich hier machen? Kann ich das ein... Nee. Was soll was? Das löscht sich hier immer. Das darf nicht das Feuer berühren, oder was? Ach, herrje. Wow. Okay. Gut. Oh. Mann, was macht ihr denn mit mir? Hallo? Wie soll ich denn das machen? Na, scheiße. Ich wollte gerade gucken, ob ich es von hier aus schon sehen kann, wo ich die Liane zeichnen kann. Aber das funktioniert von hier aus noch nicht. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wieso? Hallo? Wie soll ich das machen? Das geht gar nicht. Nee, im Springen kann ich den Stift nicht ziehen und zeichnen. Okay. Okay, komm schon. Dann jetzt aber schnell, Max. Schnell! Oh, puh. Mein lieber Herr Gesangsverein, was geht denn hier jetzt bitte ab? Das ist echt heftig. Das ist so heftig. Nein, da oben war so ein Auge. Verfluchter Kack. Ach man, das hätte ich so gern mitgenommen. So, okay, lasst mich gucken. So, hier können wir die Liane zeichnen. Das muss garantiert hier hoch. So, jetzt warte ich, bis die Lava da hochkam. Schnell rein. Wupp, wupp. Okay. So, ich denke mal, allzu dolle schwingen kann ich mich jetzt aber auch nicht. Ah. Okay, puh. Geschafft. Das ist so heftig, was hier abgeht. Ich glaube, das war zu weit. Kann ich mich nicht von dem dann einfach darüber spülen lassen? Doch, ne? Nein! Oh Gott, ey. Oh Mann. Okay, hier runter. Da ist ein Auge. Was ist das? Das leuchtet so verdächtig. So, das Auge würde ich mir echt gerne holen. Aber so weit kann ich gar nicht schwingen. Mal gucken, wie weit kriegen wir das hier hoch. Ach doch, ein ganzes Stück. Okay. Aber ich komme trotzdem nicht ran. Das ist jetzt auch wieder blöd. Okay, wartet mal. Ich versuche mal... Nee, also höher geht's nicht. Ah, da unten steht doch eine Kiste. Ach Mensch, ich bin ja manchmal auch ein kleiner Dummdödel, ne? So, los, komm, zieh. Ja, was jetzt? Werden wir gleich sehen, Max. Erstmal holen wir uns das Auge da oben. Und dann werden wir doch garantiert die Liane an dem Stein hier befestigen müssen, damit der da oben das Geröll runterholt. Das könnte ich so wetten. Na, was sage ich euch? Wollen wir mitschwingen? Wow! Uff. Na also, habe ich doch gesagt. Gut. Oh Gott. Wisst ihr, an was mich das erinnert? An Herr der Ringe. In diesem Berg, wo Gandalf stirbt. Wo man zumindest vermutet, er stirbt. Oh nein, wird das jetzt wieder ein Rennen um die Zeit? Sozusagen? Ein Wettlauf? Was? Ah, ich hätte darauf stehen bleiben müssen. Das spuckt Lava oder so. Okay, los, Max. Komm schon. Lauf. Hoch da. Gut. Dann runter. Oh nein, das war zu früh. Verflucht. Okay. Ich krieg den Dreh schon noch raus. Wir schaffen das. Ein Lavamonster ist das, Max. Ein Lavamonster. Hopp. Komm schon hoch da.
So, dann warten, bis die Riesenwelle hier weg ist. Jetzt sehe ich aber nichts, wo ich hinspringen muss. Okay. Ja, natürlich dann hier noch mit diesen untergehenden Steinen. Oh Gott. Oh Gott. Ah, das Lava-Vieh. Wir wedeln uns erstmal hoch. Wegen der Welle. Oh nein. Oh. Oh Gott. Oh nein, jetzt ist das Wasser weg. Ach, scheiße, ja klar, weil die Welle das ja löscht. Ach. Hilfe. Aber das Spiel ist trotzdem so geil. Ne? Ich liebe dieses Spiel. Davon sollte es viel mehr geben. So, jetzt können wir da drauf springen. Hopp. Hopp. Komm schon, Max. Schnell jetzt. Schnell jetzt. Nein, dieses blöde Lava-Vieh ist nicht in unser Wasser rein. Ah! Oh Mensch, Leute, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Aber ich bin ein Mädchen, ich darf da verlieren, sozusagen. So, jetzt können wir springen. Hopp. Hopp und hopp. So, los. Ach ja, Mann, jetzt komm schon, du blödes Lava-Gesteinsvieh. So, okay, okay, okay. Max, schnell, schnell, schnell. Nein! Nein! Also, wenn, echt, wenn man das so in Hektik machen muss, weil man weiß, da kommt gleich wieder diese fucking Lava, ja? Die erstens dein Wasserstrahl da löscht. Regelrecht. Und, du dann da halt auch noch deine Zeichnung nach drüben ziehen musst und so. Das ist echt nicht leicht. Also unterschätzt das bitte nicht. Bevor ihr meckern solltet, spielt selbst. Nein! Komm schon. Jetzt aber, komm schon, Max. Bitte, 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 bitte. Ach, puh. Okay, ich glaube, hier sind wir erstmal so weit sicher. Ach, du Kacke. Ich muss schneller sein. Hopp. Hopp. Und hopp. Okay. Puh. Mal geschafft, ohne zu sterben. Oh Gott, ist es gut, wenn ich jetzt hier drauf bin? Okay. Muss ganz schön heiß sein, oder, Max? Soll ich da auf diese Steine springen, oder was das ist? Ah, die kann ich hoch... Ah, okay. Oh, das macht den Donut kaputt. Das gibt's doch nicht. Mann, Leute, wie soll ich das denn bitte packen? Jetzt aber schnell, Max. Husch. Oh nein, 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 oh nein. Oh Gott. Das ist echt so actiongeladen hier momentan. Ja, das ist Wahnsinn. Warte mal, da oben ging, war noch irgendwas. Ich hab's gesehen. Da. Wo komme ich da hin? Nicht, dass ich hier jetzt wieder umsonst irgendwie laufe. Ah. Wo geht's hier lang? Und wo geht's unten lang? Ah, da haben wir ein Auge. Na, dann komm mal her, mein Freund. Okay, und dann geht's hier jetzt weiter. Wieder mit diesen schönen und stabilen Felsen hier. War es das? Oh Mensch, Leute. What? 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 Scheiße. Was soll ich tun? Okay, hoch. Und jetzt? Was? Ich hab doch... Ich weiß doch gar nicht, was ich hier groß machen soll. Da. Okay, wartet. Ich warte jetzt ein bisschen. So, hab. Oha! Leute, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt gerade nicht, ne? Oh nein, jetzt springe ich ja voll in die Lava rein. Was soll ich machen?
Mehr gibt's für mich und meinen Stift jetzt hier auch nicht. Kann ich das hier hochziehen oder so? Nee. Damit kann ich gar nichts machen. Lasst mich in Ruhe. Scheiße. Ehrlich. Da oben auf diese Felsen komme ich aber auch nicht rauf mit dem Wasserstrahl hier, oder? Wenn ich den jetzt nur nach oben zeichne? Nee. Kacke. Ich habe keine Ahnung, ne, Leute? Das ist hier jetzt wieder so eine Sache, die mich völlig überfordert. Weil der spuckt Feuerbälle und der schmeißt hier so sehr schön seine Lava durch die Gegend. Und ich glaube, diesen Feuerbällen kann ich auch nicht wirklich ausweichen, ne? Also ich wüsste halt echt nicht, was ich hier jetzt machen soll. Wieso glänzt denn dieser Stein hier so bescheuert? Oh nein, jetzt kommt er wieder mit seiner fucking Welle. Ich glaube, ich habe was gesehen, wo ich... Wenn ich nicht in diese blöden Feuerbälle renne, mich hochfahren lassen kann, sozusagen. Das ist ziemlich weit vor seinem Maul. Kann ich mir so einen Felsen zeichnen? Oh! Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle hier erstmal wieder einen Cut, denn das war es leider für diesen Part, auch wenn gar nicht viel passiert ist. Aber glaubt mir das, es ist unglaublich schwer, so schnell zu reagieren, wo sich was befindet und. Puh! Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und dann, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, ciao!